Frühstück habe ich jetzt auch schon mal direkt ins Bett gebracht. So. Yeah. Also, für alle, die damals ja noch nicht dabei waren. Danke, Mappa. Wir haben, also Kai und ich haben damals, ja, als ich mit Stream angefangen habe, haben wir quasi hier mit angefangen. Ich glaube, das hier müsste unser Schau sein. da ich aber eigentlich, oder da ich den Schau nicht ohne Kai ja weiterspiele, logischerweise, weil das ist ja unser gemeinsamer Schau, habe ich mir gedacht, weil ich ja so viel Bock gerade auf Herr der Ringe habe und Kaius ja nicht da ist, dass wir uns einfach einen neuen Schau stellen, wo wir dann halt nach unserem Tempo das alles machen. Das heißt, nach unserem Tempo Story, nach unserem Tempo Innis und so weiter. Dann brauchen wir dafür halt, um in Instanzen gehen zu können, halt einfach länger. Es ist so an sich gar nicht schlimm. Aber ich hatte jetzt halt mega Lust. Und ich habe auch keine Lust, immer meine Pläne umzuändern, nur weil andere dann halt nicht kommen. Deswegen dachte ich, komm, erstellen wir uns einfach noch einen neuen Charakter. Ich habe ja noch einige Plätze frei. 7, um genau zu sein. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, machen wir eine neue Klasse, ein neues Volk, eine neue Startgeschichte. Ja, deswegen erstellen wir direkt einen Charakter. Also jetzt nochmal so zum kurzen Erklären. Damit wir halt auch mal spielen können, wenn Kaya zum Beispiel mal keine Zeit hat oder Kaya mal nicht da ist. Und ja. Nee. Nein, Hobbit. Nein, um Gottes Willen, kein Hobbit. Ein Hobbit habe ich ja, oder ist er einer meiner Privatschars? Warte mal. Ja, einmal kurz verlassen. Das hier ist mein Privatschar, mit dem ich zurzeit gespielt habe, um die Klasse Bade zu testen. Der Bade ist nicht ganz so meins. Für gewöhnlich spiele ich eigentlich den Jäger, da wir den Jäger auch schon mal gespielt haben. Ne? Lego doof. Ey, nichts gegen Lego. Nee, wir werden, also es gibt hier einmal Mensch, den Hochelb. Beim Hochelben ist es aber so, der ist nicht von Anfang an. Den kriegt man durch irgendeine Erweiterung oder man kann ihn sich im Shop freispielen. Ich habe ihn mir freigespielt. Weil Elb und Elben liebe ich und ne? Dann kann man Zwerg spielen. Ich bin aber kein Fan von Zwerg. Dann gibt es die Stark-Axt. Muss man sich aber leider auch freispielen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Addon das hier kommt. Also deswegen können wir den leider nicht spielen. Dann haben wir den Hobbit. Hobbit, ja. Dann halt den Elben, mit dem ich halt gespielt habe. Oder den Beoringa. Den muss man sich aber leider auch freispielen. Oder halt durch einen Addon kaufen. Vielleicht kann sich dein oder andere ja denken, wir wären Hochelb. Der Hochelb hat auch eine andere Storyline als der vom, ich sag mal schnell, vom normalen Elben. Die haben eine andere Storyline. Starten dann aber im selben Gebiet. Gott sei Dank. So. Dann haben wir einmal hier den Hauptmann. Oh Gott. Iron. Ja, komm schon. Dann haben wir einmal den Hauptmann. Ich glaube, ja, eine Art Tank. Dann den Waffenmeister. Da mag ich die Fertigkeit nicht so. Deswegen, nein. Dann den Wächter. Ich weiß gar nicht. Hauptmann und Kundiger können auch Pets beschwören, meine ich. Wenn ich mich recht entsinne. Den Jäger, da ich den immer spiele, nein. Ja. Also in der Regel. Also ich habe auch schon männliche Schars erstellt, aber in der Regel erstelle ich weibliche. Aber ich spiele auch gerne mit männlichen. Wenn den gutes, ne? Ich habe oft, Gwai hier habe ich zum Beispiel einen männlichen Hobbit. Einen männlichen Hobbit und einen weiblichen Mensch. Wir spielen ja jetzt auf Belega. Und auf Gwai hier habe ich dann noch einen männlichen Char. Den habe ich mir damals ganz zu Anfang erstellt. Ja, den Kundigen haben wir noch. Aber nein, den kenne ich auch soweit nicht. Denn den Baden ist, wie gesagt, nicht ganz so meins.
Runenbewahrer, den muss man sich auch freispielen, genauso wie den Hüter. Muss man sich, meine ich, beide freispielen. Und ja, ich werde tatsächlich den Runenbewahrer nehmen. Da habe ich jetzt ein bisschen reingeschnuppert in die Klasse. Und ja, damit kann ich dann, wenn wir dann zum Beispiel in Raids oder so reingehen, kann ich entscheiden, ob ich dann halt eher als Schaden mache, also als CD reingehe, oder ob ich heilen möchte. Damit kann ich dann halt quasi beide Spezialisierungen wählen. Und wenn ich mich im Heilen sicher fühle, kann ich heilen. Ich kann aber auch als CD reingehen. Wie, Lotto, ja. Ja, mein Gott, ist geil. Ja, das Spiel ist kostenlos. Also du kannst das Spiel Free-to-Play spielen. Nur im Free-to-Play hast du einiges, was du dann machen musst, um, damit es wirklich halt kostenlos bleibt. Du kannst dir Punkte erspielen, kann ich aber gleich nochmal erklären. Kannst dir Punkte erspielen, womit du dir die Inhalte freikaufst. Das habe ich bei den ersten zwei Addons gemacht. Also das allererste Addon war, meine ich, Moria. Und das zweite Addon war Düsterwald. Habe ich beide mir geholt. Schon vor Jahren, das wusste ich gar nicht. Ich dachte ja so, hä, kann man die nicht mehr im Shop kaufen? Dann bin ich erst mal so 3-4 Jahre zurückgegangen. Ja, ich habe es mir vor 3 Jahren gekauft. Ja. Du kannst dir aber auch für 50 Euro, ich glaube, 7 Addons in einem kaufen. Also dann hast du die ersten 7 Addons für 50 Euro. Und kannst dann halt, ich glaube, bis Level 100, 115 spielen. Mit 10 oder 15. Oder du kaufst es dir über Echtgeld, die Punkte, und kaufst es dir dennoch im Shop. Und ja, das gibt's auch auf Steam. Ich spiele auch gerade über Steam tatsächlich. Über Steam bin ich damals nämlich drauf gekommen, dass es das gibt. Deswegen, ja. So, jetzt einmal ganz kurz hier in die Charaktererstellung. Also du kannst es tatsächlich Free-to-Play spielen. Und wenn du, wie ich zum Beispiel, weil ich habe jetzt VIP gemacht, damit ich halt, ja, einmal wegen den Häusern, damit ich keinen Unterhalt zahle. Und dann hast du halt die kleinen Mini-DLCs, also diese Gebietsaufgaben, kannst du dann halt alle machen. Die müsstest du dir halt sonst auch im Shop über die Punkte machen. Aber da hatte ich jetzt keinen Bock drauf, mir die auch noch freizuspielen, weil ich halt wirklich Story machen möchte. Und ja. Aber in der Regel kannst du das alles ohne Echtgeld machen. Da sehe ich Stalker wieder aktiv. Stimmt, der zeigt mir das ja bei Steam immer an den Kopf. Erstmal sehen, wie das aussieht. Ja, kein Problem. Also wie gesagt, ich finde es halt echt mega cool. Ist natürlich schon ein bisschen älter. Ich gehe aber mal von aus. Nächstes Jahr soll ja die Herr der Ringe-Serie kommen. Und es wurde schon teilweise durch 30 Ecken gesagt, dass das ganze Ding vielleicht sogar grafisch auch überarbeitet wird. Weil es ist ja das einzige Herr der Ringe MMO, was es so gibt. Das ist von Amazon, wurde ja eingestampft. Da gibt es ja nichts dazu. Und dass sie das vielleicht dann komplett einmal eine neue Haut quasi drüber ziehen. Ähnlich wie bei FF14, nur vielleicht nicht ganz so rapide. Gehe ich mal von aus, weil ich glaube, Herr der Ringe kriegt selten neue Spieler dazu. Also wenn du in den Startgebieten bist, siehst du halt kaum welche, außer halt die 130er. Aber ich finde das Spiel halt echt mega cool. Ich habe es 2016 oder 2017 das erste Mal gespielt. Mit Frisches damals sogar zusammen. Mit Frisches habe ich mir damals zusammen Elb erstellt. Das war eigentlich ganz cool. Aber wir haben nicht weit gespielt, davon mal ganz abgesehen. So. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir her? Ich gucke immer danach, was ich hier für Farben machen kann. Alle, die Licht an der Tastatur haben, dieses Game bringt das Licht dazu auszuflippen, wenn ihr es wieder schließt. Ey, Hybrid, bei mir funktioniert es aber. Ich habe auch Licht an meiner Tastatur. Und bei mir geht's. Bei mir geht's. Vielleicht schaue ich mal rein. Lades. Ja, aber die haben nur so dunkle. Weil sonst würde ich ja auch gern im Ladris. Aber die haben halt nur so dunkle. Ich bin halt... Warte. Ich habe halt gern solche Haare.
Ja, stimmt. Gondolin geht. Ja gut, dann machen wir Gondolin. Das passt. Muss ich einmal gucken, dass ich die Farbe noch ein bisschen... Kann ich mir gleich nochmal zusammenwursteln. So. Ich bin weiblich, ne? Ja, bin ich. Gut. Bei den Elben weiß man das immer nicht so. Weiße Haare, nein. Nein, nein. Ich glaube, das hier gefällt mir schon ganz gut. Das Buch Der Fall von Gondolin ist mega nice. Ich hab's im Regal stehen. Das hat mir Frisches mal geschenkt. Ich glaube... Warte mal. Wenn das ist, was hier steht. Ja. Ja, das ist das, was Frisches mir damals zum Einzug geschenkt hat. Frisches hat mir nämlich damals 2 Bücher zum Einzug geschenkt. Und das war, meine ich, mit dabei. Das hat er mit mir mitgebracht. So, jetzt können wir hier einmal... Okay, das ist meine Standardfrisur, die möchte ich mal nicht nehmen. Das ist eigentlich auch meine Standardfrisur. Hier habe ich auf meinem Einnahmschar. Ja. Ich habe meine Frisur gefunden. Das geht schnell. Selten, dass ich meine Frisur so schnell finde. Okay. Augenbrauen. Etwa sehr buschig. Ja. Ja. Gut. Ich glaube, das passt. Kommt wieder die Frage, welche Augenfarbe. Ja, ich glaube, das passt auch. So. Ja, wir haben noch eine zweite Tastatur, die nur eine Farbe hat. Die kann ich ja nehmen, wenn ich Herr der Ringe spiele. Das könntest du tun, das könntest du tun, ja. So, dann haben wir hier immer noch den Körperbau. Okay. Wir bleiben bei Mitte. Ja, jetzt kommt wieder die Namensfrage. Die von Rocket will das, glaube ich, nicht. Also meine, ich habe ja... Ich glaube, warte mal. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Wie heißt meine? Logitech G213. Ja. Einmal kurz runtergucken. Mit der geht's. Da funktioniert auch mein Farbwechsel und alles. Ich hab Glück. Ich hab echt mega Glück gehabt. Ich bin so unkreativ, was Namen angeht, ne? Ist mein Name eigentlich verfügbar? Ich glaube nicht. Warte mal, wir probieren es einfach mal. Ja, war klar. War klar, dass er nicht verfügbar ist. Natürlich. Ich weiß nicht, irgendein, der halt auch mit zum... Also mit... Eine umgewandelte Form von Aidaria quasi. Irgend sowas in der Art. Weil... Ich glaube, Aidariel habe ich schon. Das ist, glaube ich, der andere Char. Und irgendwie... Irgendwas in der Art möchte ich nochmal haben, aber... Ich bin so kreativlos. Auch wenn da... Ja... Namensendungen und Anfänge sind, aber... War, glaube ich, einfach nur, dass ich die Lebensanzeige auf der Tastatur habe. Dass damit nicht klar kam... werde mir, denke, die Vulkan holen. Dass damit Rocket Swarm gesteuert wird. Das ist, glaube ich, besser. Ja, ich glaube, den habe ich schon. Ich meine, auf dem hier hatte ich das schon. Ich kann nochmal gucken. Ah, nee. Okay.
Ah, okay. Okay, wir haben's. Dann war das auf meinem anderen, auf dem anderen Server. Weil ich habe irgendwie immer entweder mit IA in der Endung oder EL. Und irgendwie finde ich das toll. Das passt irgendwie zum Elben. Okay, wo stelle ich mein Wasser hin und wo stelle ich den Rotwein hin? Wasser stelle ich da hin, Rotwein stelle ich hier hin. Wir haben nämlich noch einen Rotwein gefunden, der gut ist. Ich musste erstmal googeln, woran man erkennt, ob ein Rotwein abgelaufen ist oder nicht. Und wir haben Gott sei Dank nicht. Sonst hätte ich ein Naira Flammenherz oder edle Elben. Das klingt beides sehr gut. Warte mal, ich fotografiere mir das einmal ganz kurz ab, wenn ich darf. Und merk mir das mal. Falls ich irgendwann nochmal in Namensnot komme. Okay. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Aber dann habe ich bei meinem probiert, die sind schon vergeben. Näh. So, seid ihr bereit? Seid ihr bereit, Mittelerde zu betreten? Irgendwie finde ich das cool, das jetzt nochmal anzufangen. Da ich für Pen and Paper immer mal wieder Namen suche, habe ich eine lange Liste. Iron, ich komme auf dich zurück, ne? Ich suche so oft für so vieles Namen, das glaubst du gar nicht. Großer ging dies bloß nicht. So. Dann starten wir. Wir betreten mal Mittelerde. Wie gesagt, der Runenbewahrer und der Hochelb sind halt... Wir haben jetzt einen anderen Anfang als für gewöhnlich in den Spielen von den Elben. Wir haben von irgendeinem Addon jetzt. Im Jahr 3434 des zweiten Zeitalters versammelte sich ein großes Bündnis von Elben und Menschen, um sich dem dunklen Herrscher und seiner Eroberung von ganz Mittelerde entgegenzustellen. Die Hochelben, die Gesegneten von Valinor, hatten am meisten unter Sauron und Morgoth, dem Feind, gelitten und waren entschlossen, dieses Böse für immer aus der Welt zu verbannen. Ich muss jetzt einmal hier ganz kurz das Ding ändern, sonst werde ich wahnsinnig. Es ist etwas umständlich hier. Nicht ganz so schick wie in FF14. Das ist ja egal. So, weil sonst kriege ich hier irgendwann im Laufe des Spiels nämlich einen Rappel. Aber gut, dass ich das hier sonst gespeichert hat mit den Listen. So, Leiste 5. Kommt dahin. Leiste 4. Kommt dahin. Ich glaube, die sind nicht ganz auf einer Ebene. So. hat jemand Leiste 3 gesehen? Ich vermisse die Leiste 3. Warte. Leiste 3. Ich finde Leiste 3 nicht. Naja, okay. Nee. Anzeige, Auto. Was? Außer Fenster. Eskorte, das brauchen wir alles noch gar nicht. Das ist alles noch gar nicht wichtig. Ramride. Hier kann die runter. Leider das von der elbischen Namenseite ist, da habe ich meinen Namen von FF14 her, weil ich am Anfang mal eine Elfe war und wollte einen Namen aus dem Herr der Ringe-Universum. Ja, viele Namen sind meist vergeben. Oder warte, habe ich die Leiste 3 noch gar nicht drin. Warte mal. Wir haben ganz kurz in die Option reingucken. Option. Es dauert ein bisschen, bis ich das hier alles... Leiste 4 anzeigen. Nee. Okay. Ja, jetzt hätte ich beinahe Scheiß gebaut. Habe gerade gelesen, man muss sich noch externen Account machen, wie bei FF14. Ja, leider. Leider. Leiste 3 bitte den Gang wischen. Leiste 3. Seht ihr irgendwas aufploppen? Ich nicht. Warte mal.
Da! Wie mies! Wie mies! Das war hier oben an der Seite. Wie mies ist die Scheiße denn? Bitte aber horizontal, ja? Und das Fixieren bitte einmal rausnehmen. Es geht gleich los. Wir müssen nur erstmal kurz alles einstellen. Ich habe nämlich heute erst herausgefunden, wie das hier alles geht. So. Ja, ja, ultra hoch, ultra hoch, ultra hoch. Oberfläche. Achso, das hier kann ich einmal schließen. Das einmal ein bisschen größer machen. Kasse schließt, letzte drei bitte zur Kundeninformation. Die kleinen Iron wird jetzt davon krabbeln. Der Tag morgen fängt um 5.30 Uhr für mich an. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, das tut mir leid. Ja, dann schlaf auf jeden Fall schön und danke, dass du so lange mit dabei warst. Naja, wir sowieso erstmal gucken, wie das Game ist, ob es mich anspricht. Bei New World hat mich nämlich nicht angesprochen. Also New World will ich zwar spielen, aber ich hole es mir jetzt nicht direkt. Habe ich auch gar nicht das Geld für. Davon mal ganz abgesehen. Immer alles plündern. Ja, komm, machen wir einfach mal an. Wenn es mich nervt, können wir es ausschalten. Und wo ist die Lebensanzeige für Gegner da? Annehmen. So. So. Ich sag aber jetzt schon mal, ich lese nur die Hauptquest vor und eine Nebenquestreihe. Die ganzen anderen kleinen Nebenquests werde ich nicht vorlesen. Aus Gründen. Es ist ähnlich wie in FF14 mit dem WoW. Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. So. Das bitte einmal größer. Nämlich etwas sehr klein. Dariel, ihr wart in einer tiefen Trance gefangen und ich konnte euch erst jetzt aus ihr erwecken. Lasst nicht zu, dass der Feind eure Gedanken mit Bildern unserer Niederlage trübt. Wie Sauron sich erweist, sind wir in dieser Schlacht überlegen. Aber ein in die Enge getriebener Feind ist am gefährlichsten und es gibt in diesem Reich keinen, der hinterhältiger ist als der Feind. Wir müssen unsere Sorgen vorerst hinter uns lassen und unseren Vorteil nutzen. Okay. Also ich kann euch schon mal so viel sagen, das hier ist jetzt der Anfang vom Film. Die Schlacht mit Elendil und Isildur und was weiß ich. Wo der Ring von Saurons Finger abgeschnitten wurde. Diese Schlacht ist das. Ich muss ein bisschen weiter vorrücken. Aber das Tutorial hier hat nur der Hochelb, tatsächlich. Fragt mich nicht warum, wahrscheinlich weil hier fast der Hochelb mitkämpfen. Und das Spiel orientiert sich sehr stark an den Büchern. Also wenn ihr die Bücher oder die Hörspiele gelesen oder gehört habt, da orientiert sich das sehr stark dran. Was ich gut finde. Sehr gut sogar. Ja, die Bücher waren... Ich glaube, bis heute noch meine Lieblingsbücher. Es gibt auch später im Spiel, ähnlich wie in FF14, auch häufiger mal was Gesprochenes. Wichtige Szenen sind immer gesprochen. Sowas leider eher weniger. Deswegen stehen wir hier einfach gerade nur wieder auch vorm Berg. Ich finde das Setting mega cool. Sind die Bücher besser als die Filmreihe? Also ich finde die Filme echt super. Also ich finde, es ist mit einer der besten Verfilmungen, wenn man vom Buch zu Film sagt, also denkt. Aber die Bücher sind besser, ja. Weil in den Büchern ist noch mal mehr drin, als wie in den Filmen schon, wie in den Special Edition. Also von Herr der Ringe gucke ich auch nur noch die Extended. Die normale gucke ich gar nicht mehr. Und die Bücher, da liest du so viele Sachen, die halt so gar nicht drin vorkommen. Allein schon, ich erzähle nicht, was drin vorkommt, allein aber schon der Part, von wo Frodo aufbricht, bis dahin, wo er in Bree landet.
allein in diesem Batzen passiert so viel mehr, als wie der Film das überhaupt rüberbringen kann. Deswegen finde ich die Bücher tatsächlich besser, obwohl die Filme mega geil sind und mit zu meinen Lieblingsfilmen gehören. Und es auch eine sehr gute Verfilmung ist. Aber die Bücher sind besser. Und ich finde auch sehr gut geschrieben. Trotz, dass sie so alt sind. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen halt auch extrem auseinander. Aber die Filme sind echt... Wenn ich das jetzt mal mit anderen Verfilmungen vergleiche, wie zum Beispiel Narnia. Auch die Narnia-Filme sind gut, aber... Es ist halt ein Unterschied. Muss ich mal gucken, ob die jemand hat und mir mal leihen kann. Ich hätte sie. Aber das bringt ja leider nicht viel. Da ist der Hexenkönig. Hier lernt man auch kennen, wie einige von denen wirklich hießen. Von den Nazgul. Und ich finde die Szene so geil. Deswegen wollte ich halt Hochelb spielen. Weil hier halt nochmal mehr Story ist als im eigentlichen Anfang. Auch wenn man selber lesen muss, leider. Ich finde es halt so mega cool. Ich glaube, er spricht auch später mal. Der Erznemesis. Ich habe davon sogar mal ein Bild gemacht, glaube ich. Irgendwann habe ich da mal einen Screenshot von gemacht. Ey, mach die Liste weg. Dem Herrn der Nazgul. Sprach nicht mehr. Ihr seid kein König, dafür hat er hingezogen. Ja, hier erfährt man halt auch so einiges an im Hintergrund. Ich find's cool. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe vor 2 Wochen habe ich tatsächlich einen anderen Lotrus-Streamer gesehen, der halt vor 2 Monaten angefangen hat und jetzt, glaube ich, auf Level 80 ist. Und ich weiß nicht, das hat mich dann irgendwie wieder angefixt, Herr der Ringe Online zu spielen. Dann war ich auch mit FF14 durch. Dann dachte ich, okay, komm, ich brauche was anderes, wo ich die Story mal machen kann. Und Herr der Ringe muss einfach mal wieder sein. Muss einfach sein. Mit dem Schal hier können wir halt auch schalten und walten, wie wir wollen. Ohne halt auf Kaya dann zu achten. Wir spielen dann natürlich auch noch mit Kaya weiter, keine Angst, aber... Insofern, dass ich das möchte. Aber das ist jetzt unser ganz eigenes. Wusste gar nicht, dass es das Spiel als MMO gibt. Ja, für das Spiel... Also die Entwickler sorgen nicht gerade dafür, dass viele neue Spieler kommen. Unter anderem schreckt halt auch das Höchstlevel so ein bisschen ab, weil es hier halt ähnlich wie bei WoW halt die Höchstlevelgrenze bei 130 ist. Und bei WoW wurde es ja runterskaliert. Da ist es ja jetzt, glaube ich, 60. Hier ist es halt immer noch bei 113 und ich habe irgendwas im Auge. Und das schreckt halt auch nochmal einige ab. Dann halt der massige Content. Ich weiß gar nicht. Es gibt, glaube ich, 9 oder 10 Add-ons. Aber sie lohnen sich halt auch. Das ist halt echt mega, mega cool. Und wenn sie vielleicht wirklich für nächstes Jahr dann auch so ein bisschen die Grafik und alles ändern wollen... Wenn, man weiß ja noch nicht, ob es so ist. Aber es würde sich eigentlich anbieten zur Amazon-Serie. Weil es ist halt das einzige Herr der Ringe MMO, was es gibt. Also sie wären schön blöd, wenn sie das nicht machen. Dürfen wir nicht mehr darauf hoffen, eigentlich. Dass die Gwetereien sich aber was die denken, was wir denken, ist eine ganz andere Sache. Dariel, bevor die Neuen aufgetaucht sind, habe ich die Speere von Lindon mit einer Garnison aus Menschen und Elben losgeschickt. Da wir Saurons Forderungen abgelehnt haben, dürfen wir nicht mehr darauf hoffen, dass die Gwethren sich in dieser Schlacht zurückhalten werden. Ihr kennt die Speere als Telaron, Megoril und Danaeth. Und sie standen schon in so mancher Schlacht gegen Sauron und seinen schrecklichen Diener an meiner Seite. Okay. Das würde mich weniger abschrecken.
Da hat man was, worauf man hinarbeiten kann. Und es dauert ja, bis man das Max dann erreicht. Ja. Also wie gesagt, mich schreckt das halt auch überhaupt nicht ab. Weil ich habe ja zum Beispiel auch noch mit WoW angefangen, als es noch 130 war. Das war ein Monat vor der Änderung. Und da wusste ich ja noch nicht, dass es diese Änderung gibt. Und da dachte ich halt auch so, geil, habe ich mal was, worauf ich hinarbeiten kann. Und wo ich mal wirklich sagen kann, ey, komm, das lohnt sich mal zu erreichen. Weil ich das mal in einem Spiel erreichen wollte, in einem MMO, Max-Level. Gut, habe ich dann zwar mit Level 14 geschafft, aber das bisher geschafft. Aber, ja. Und ich habe meine neue Lieblingsklasse gefunden. Hätte nicht gedacht, dass ich meinen Magier spiele. Bei 1 muss ich einmal umtauschen. Nee, so. Den Heilzauber brauche ich direkt vorne. So. Weil ich habe mir jetzt eine Klasse ausgesucht, die halt Schaden über Zeit macht und Heilung über Zeit. Also ich habe jetzt zum Beispiel halt den Heilungszauber gesprochen und regeneriere halt meine Heilung jetzt für einige Sekunden. Das Ähnliche ist halt auch mit dem Zauber, je nachdem wie hoch er gestapelt ist, macht er mehr Schaden. Und das finde ich an der Klasse so mega cool. Aber gibt es halt leider auch nicht von Anfang an. Muss man sich halt leider auch erspielen. Aber du hast ja halt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch ein sehr, sehr komplexes Crafting-System, was wir nachher auch noch sehen. So, hier einmal hin. Helft den Verwundeten auf dem Schlachtfeld und hoffen wir gemeinsam, dass das Bündnis rechtzeitig eintrifft, um die Truppen des Feindes zurückzuschlagen. Mhm. Seid gegrüßt, Dariel. Ich bin Megoril von Lindon. Wie steht es um die Kämpfe im Norden? Ihr erzählt Megoril von eurer Begegnung mit dem Grisrain und überbringt die Nachricht von Hochkönig Gil-galad. Wenn wir an diesem Tor wirklich das Schwarze Tor angreifen, an diesem Tag wirklich das Schwarze Tor angreifen wollen, muss das Bündnis bald hierher vorstoßen. Wir haben getan, was der Hochkönig verlangt hat. Wir haben die Waffen des Feindes vernichtet. Aber als die Gethrain, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ich würde ja einfach Nazgul sagen, aber leider nicht, aufgetaucht sind, fielen viele von uns und unsere Truppen wurden überall auf der Dagorland verstreut. Die Geschichte der Gethrain, wie ich sie kannte, als sie die Ringe nahm und längst verblasst, aber diese hier erkannte ich an seiner Klinge. Er wird der verfluchte Reiter genannt und er trieb seinen Ritter, sein Reittier über Mensch, Elb und Ork gleichermaßen. Das tun sie heute noch, die ekelhaften Dinger. Leider mussten wir uns zurückziehen und konnten nur weniger auf dem Schlachtfeld helfen. Jetzt versuchen wir, den einzigen Weg über die großen Gräben zu halten. Und der Gegner hat neue Ballisten herangeführt. Helft den Verwundeten auf dem Schlachtfeld und hoffen wir gemeinsam, dass das Bündnis rechtzeitig eintrifft, um die Truppen des Feindes zurückzuschlagen. Nein, die wissen wir ja, wie das Ereignis vom Schwarzen Tor ausging. Nach Westen und trieb unsere Truppen auseinander, aber der andere, er hat Telaron. Sprecht schnell, denn unsere Feinde rücken aus dem Osten auf uns zu. Ihr erzählt Dennis von eurer Begegnung und überbringt die Nachricht des Hochkönigs. Die Gefallenen sind von ihnen, zwei von ihnen kamen aus dem Norden durch unsere Garnison. Einer ritt nach Westen und trieb unsere Truppen auseinander, aber der andere, er hat Telaron. Er fing Telarons Schwertarm im Kampf mit einem bösartigen aussehenden Seil ein und schliff ihn mit seinem Reittier nach Osten. Ich konnte ihm nicht durch diese Masse folgen. Ich habe versagt. Ich habe versagt und den Hochkönig enttäuscht, aber ich muss weiterkämpfen. Okay, also einer fehlt von den beiden. Also Richtung Westen. Gut. Jetzt schnetzeln wir uns doch mal Richtung Westen durch. Hm.
Vorher retten wir natürlich noch alle anderen, die hier rumfließen. Wenn wir dann noch aus dem Tutorial raus sind, kann ich mal zeigen, wie groß die Welt ist. Hat meiner was von Delta gehört? Ja. Aus Gründen wird Daddle nicht mehr wiederkommen. Tatsächlich. Ich erkläre jetzt nicht warum, aber aus Gründen wird er nicht mehr wiederkommen. Leider. Aber so viel geschah aus freien Stücken. Also hier wurde jetzt keiner rausgedrängt oder... Ne? Es ist nichts im Chat vorgefallen. Eigentlich. Da liegt er. Er liegt ein bisschen seltsam, ne? Oh, ich hasse die Stelle. Ich hasse die Stelle. Ich weiß, was passiert. Da ist Randuil. Da ist sogar noch Prinz. Beim Hobbit war er ja, ne? Schon nicht mehr Prinz. Ah, ich muss näher ran, okay. Man muss immer genau nah ran. Aber man kann sich schon denken, was passiert. Kann ich noch weiter raus? Nee, das ist das Weiteste. Schade. Ich würde ja sagen, ich gucke jetzt absichtlich nicht. Boah! Ich hasse es, wie sie da runterkrabbelt. Das ist so widerlich. Gott. Und diese Ärsche, die sie runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Oh. Bah. Ich finde sie ekelhaft. Und das passiert hier ganz oft. Aber Gott sei Dank kannst du meistens rausscrollen. Gott, ist das ekelhaft, ey. Spinnies, ja. Ich finde sie so ekelhaft. Ja, genau, verpiese dich. Geh, wohin du gekommen bist, du ekelhaftes Ding. Und schweig still in deinem Grab. Da. Hallo. Elrond. Der Prinz sehen leider nicht so aus wie... Der Angriff seines Vaters auf das Schwarze Tor überlebt. Im Film, also, ne? Daran bereiten mir Sorgen. Ist ja egal. Ist ja auch schon ein altes Spiel. Der Prinz hat nur durch Glück den Angriff seines Vaters auf das Schwarze Tor überlebt. Aber die Worte des Gefahren bereiteten mir Sorgen. Der Reiter sagte seinen Namen in Quenya, bevor er verschwand. Ich kann die Wörter nicht aussprechen. Also entschuldigt, wenn ich es falsch... Ne? Ich kann weder Elbisch los als irgendwas. Ungvitari, die Spinnenkönigin. Goliath ist aus dem Reich verschwunden und wird der Welt keine Schwierigkeiten mehr machen. Aber ihre Kinder leben noch. Sie lauern allem auf, die sie verschlingen können und verbreiten ihre Dunkelheit in Mittelerde. Eines von ihnen wird einen ähnlichen Hunger besitzen wie sie. Aber es wird die Macht des dunklen Herrschers nicht fürchten und besitzt keinen anderen Zweck als zu fressen. Ja, ich kann mir vorstellen, um welches Viech es sich handelt. Das sind keine guten Neuigkeiten, auch wenn es als Glücksfall erschien, dass sich die großen Spinnen auf den Reiter stürzten. Wenn wir dieses Kind von Goliath nicht im Krieg stellen, wird sein Hunger irgendwann so groß sein, dass es ihn außerhalb von Mordor zu stillen versuchen wird.
Um welche Spinne kann es sich handeln? Ich ahne es. Also ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, wenn es in der Nähe von Mordor ist. Da gibt es nur eine große Spinne. In der Regel. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo noch eine gibt, aber ich kann es mir denken. Ne? Es liegt zumindest auf der Hand. Um die größte wahrscheinlich, ja. Um die größte und die, die noch sehr lange leben wird. Bis zwei kleine Wichte und ein anderer ekelhafter Wicht eine lange Treppe hinaufsteigen. Rauf, fährt mal schön die Treppe rauf. Der Hochkönig gestattet mir zwar, euch auf Drängen der Speere von Lindon zu folgen, aber nun will er, dass ihr sofort zurückkehrt. Das Bündnis hat endlich die vorgeschobene Garnison erreicht. Stoßt dort zu den Truppen Eldari und macht euch bereit für den Sturm auf das Schwarze Tor. Es gibt noch im Düsterwald Spinnen, die im Hobbit vorkommen, aber sie sind nur mini. Im Vergleich zu dem Ding? Ja. Im Vergleich zu Kankra? Ja. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, Kankra ist in dem Universum, glaube ich, wirklich mit einer der größten Spinnen. Aber die hat ja auch mehr als genug Zeit zu wachsen. So rein theoretisch. Gut, wenn man aus verschiedenen, ne, anderen Spielen noch mitnimmt, wobei. Ich habe ja auch Krieg im Norden gespielt, aber ich glaube auch die Spinne war nicht so groß wie Kankra. Ich glaube auch die Spinne war kleiner. Das ist die größte, es ist, glaube ich. Es gibt, glaube ich, keine anderen, die mir bekannt ist. Ne, nur aus den anderen, ne, Spielen, die es nur sonst so noch gibt. Aber ich glaube, in Büchern, die zu der Zeit spielen, glaube ich auch nicht, nee. Meine ich wirklich die größte. Unsere Wege trennen. Scheiße, wie viele Spinnen gibt es denn da? Erleuchten. Also ich kann dir sagen, es gibt nicht viele große Spinnenmapper. Also ich meine, du kämpfst irgendwann, das ist aber wirklich ganz, ganz gegen Ende eines Addons, kämpfst du, glaube ich, gegen Kankra. Ich bin mir nicht sicher. Ich will auch nichts heraufbeschwören. Ich meine, eine gibt es. Einen Kampf gegen Kankra gibt es. Ansonsten sind es relativ kleine Spinnen. Von einer Riesenspinne wüsste ich jetzt erstmal so nichts. Aber es gibt Spinnen. Aber ich schaffe es auch halbwegs. Das ist dann der Moment, wo ich einfach rauskrolle. Und in der Entfernung geht es. In der Entfernung geht es halt wirklich. Und wenn man dann den Sound auch noch ausmacht, geht's auch. Aber es ist halt auch Gott sei Dank selten, dass sie nur so runterkrabbeln. Das ist ganz, ganz selten. Ich hasse Spinnen. Ja, ist richtig. Es gibt auf 130 auch einen ganzen Raid bei Kankra. Ah gut, okay, dann habe ich das. Dann habe ich das richtig in Erinnerung. Wie gesagt, so weit habe ich leider nicht gespielt. Aber, ne, wir versuchen es einfach mal. Ich freue mich, euch wiederzusehen, Adariel. Dennis und Meguril haben mir von Tildarons Gefangennahme berichtet. Bin deshalb sehr besorgt. Der dunkle Herrscher wird die Wunden, die wir ihm zugefügt haben, kaum vergessen. Und ich fürchte seine Rache. Auch wenn ich meine Pflichten vernachlässigen möchte, kann ich in einer so wichtigen Stunde meinen Blick nicht vom Schwarzen Tor abwenden. Daher betraue ich euch mit dieser wichtigen Aufgabe. Ihr müsst Tildaron finden und ihn von der Gefreien retten. Und was das Bündnis angeht, einer aus Durins Volk hat einen gerissenen Plan entwickelt, um die Aufmerksamkeit der Truppen des dunklen Herrschers abzulenken, sodass wir schnell am Schwarzen Tor zuschlagen können. Ich weiß zwar nicht, ob sein Plan funktionieren wird, aber wir müssen das Tor einnehmen, wenn wir Sauron besiegen wollen. Sprecht mit dem mit Slega, dem Listigen. Er ist ein ehrenhafter Zwerg, trotz seines Namens. Habt ihr getan, was er verlangt? Verfolgt den Gefreien und rettet Tailoron. Unsere Wege trennen sich nun, aber ich hoffe, dass sie uns beide zum Sieg führen werden. Möge uns das Licht der Valar erleuchten. Juhu! Aber sei natürlich herzlich willkommen hier. Ich muss gerade mal gucken. Wie spricht man deinen Namen aus? Pixel P? Ist das richtig? Weiß es nicht. Ich hoffe es. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen. Habe ich eben bei den ganzen Spinnengerede wurde ich vergessen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Schnapp dein Getränk. Mach's dir gemütlich. Genieß. Zu euren Diensten. Hallo, Herzwerk. Oder seid ihr vielleicht zu meinen Diensten?
Vielleicht. Ist euch aufgefallen, dass die Gräben des Feindes scheinbar niemals aufhören zu brennen? Nun, mir ist es das. Slayer deutet auf den Fässerstapel neben sich. Diese Fässer sind mit einem einfachen schwarzen Pulver gefüllt. Das explodiert, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Und nicht nur das, es brennt danach noch für Stunden. Tja, wenn das bei Steinarbeiten nützlich wäre, würde uns wohl Durin persönlich beauftragen, einige Fässer zu beschaffen. Der schwarze Reiter des dunklen Herrschers, die verdammten Ringgeister, wie die Menschen sie nennen, sie sind gerissen, aber die Bilbisse sind nicht allzu klug. Sie haben die Fässer direkt neben ihre Ballisten und Katapulte stehen lassen. Wieso zündet ihr nicht ein paar Fässer an? Das sollte ihre Belagerung beenden und lange genug ihre Aufmerksamkeit erregen, dass das Bündnis das schwarze Tor erreichen kann. Achtet nur darauf, nicht in der Nähe zu bleiben, nachdem ihr die Fässer angesteckt habt. Ja, den Fehler habe ich beim ersten Mal gemacht. Oh, hallo. Da sind sie ja schon. Ja, es geht in Schlachtengetümmel. Da sind die Fässer auch schon. Und wir sollten wirklich nicht daneben stehen. Huch. Weg hier. Buff. Waren damals Zwerge mit dabei. Dachte, es waren nur Elben, Menschen. Oder war das nur im Film so? Ich weiß es gar nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass sogar Zwerge mit dabei waren, aber wenn, wahrscheinlich nicht viele. Ich denke mal, das wird wieder so gewesen sein. Der Großteil der Zwerge hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, bleib einfach vorstehen. Der Großteil der Zwerge wird sich gedacht haben, nö, könnt mich mal, ist nicht mein Krieg, macht einfach mal. Und so die Zwerge, die wahrscheinlich bei klarem Verstand geblieben sind, haben wahrscheinlich gedacht, komm, weißt du, mach mal. Hatten aber halt einfach keine Bedeutung. Aber ich meine, im Buch war davon auch nicht die Rede. Meine ich. Aber wie gesagt, es gibt ja überall so kleine Überläufer, die dann sagen, ey komm, wir kämpfen trotzdem. Weil die Zwerge haben sich ja allgemein zurückgehalten. Habe ich noch nicht benutzt. Buch habe ich leider schon lange nicht mehr gelesen. Ja, ich leider auch nicht. Ich höre jetzt halt zurzeit immer die Hörbücher. Zumindest gerade von dem Hobbit. Ja, ja, mach mal deine Geräusche, du ekelhafte Bildes. Und bei Herr der Ringe muss ich gerade erstmal noch. Aber das ist so groß, so viel Speicher habe ich gerade nicht auf dem Handy. Aber müsste ich echt mal wieder lesen. Ich habe dann ja auch noch Bücher wie das Silmarillion und oh, der Fall Gondolins und so weiter. Das habe ich auch noch alles im Regal stehen. Muss ich auch noch alles lesen. Geschichten aus Mittelerde habe ich, glaube ich, auch noch. Also ich habe noch einiges. Diese Fußabdrücke. Es gibt ja so viel noch zu Herr der Ringe. Vor- wie Nachgeschichte. Ja, also, was heißt Sachgeschichte, aber so ein bisschen zumindest. Das sind tatsächlich Hufspuren. Wie ist der hier hingeritten ohne Pferd? Sieht aber schon geil aus. Also ich glaube, im Stream kommt das gar nicht so rüber, wie gut die Grafik eigentlich ist. Ich muss aber meine Cam einmal nochmal ganz kurz höher ziehen. Jetzt. So, jetzt. Jetzt ist es komplett überdeckt. Das triggert mich sonst. Hi. Tachchen. Habe ich beim nächsten Flohmarkt Glück und jemand hat verkauft. Hat verkauft die Bücher da. Wäre möglich. Weil der ganze Schuber ist ja schon relativ teuer. Ich habe meine, glaube ich, mit 7 oder mit 8 bekommen, weil ich die unbedingt haben wollte. Altaria, ich freue mich, euch wiederzusehen, aber leider gibt es sonst kaum einen Grund zu feiern. Der Hochkönig hat mich mit meiner Truppe nach Osten geschickt, um herauszufinden, was mit den Elben von Lorien geschehen ist. Leider ist nur noch Prinz Amroth im Feld,
Sein Vater und die anderen mussten sich nach Norden zurückziehen. Dorthin können wir ihnen nicht folgen. Der Prinz ist verwundet, jedoch wird er sich erholen. Ich muss euch fragen, wieso seid ihr hier? Ihr erzählt Hartalin von der Aufgabe, die euch der Hochkönig erteilt hat, und von Teleron, dem Speer von Lindorn, der nun in der Gewalt einer der Gefreien ist. Eure Geschichte ist besorgniserregend, denn Amroth sprach von einem schrecklichen Wesen, das einen Elb auf seinem Reittier hatte. Die Zeit könnte knapp werden für Teleron. Ich denke, wir müssen mehr über das wissen, was der Prinz gesehen hat. Die Geschichte um Gil-galad wird ja zum Beispiel auch teilweise in den Büchern erzählt. Es gibt ein Lied, was die Geschehnisse von Gil-galad berichtet. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich auf diese Schlacht zutrifft, weil in einer Schlacht ist er verschwunden. Ich meine, es ist tatsächlich diese hier, weil er hier mitgekämpft hat. Der Elbenkönig. Ich glaube, danach gab es dann so auch keinen mehr. Zumindest nicht in der Hinsicht. Viele versprenkelte Heerführer. Rede schneller, Amroth. Rede schneller. Auf Tele 5 kommt nachher Arachnophobia. Ich mag ja Horrorfilme, aber das geht zu weit. Boah, ich habe Arachnophobia. Den haben meine Eltern damals einmal gesehen. Und ich kam zu dem Zeitpunkt ins Zimmer. Ja, Arachnophobia ist toll. Arachnophobia ist richtig toll. Genauso wie, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Das war ein Film mit Schlangen. Da waren die in einem Flugzeug und da waren überall, das ganze Flugzeug war voll mit Schlangen. Ich weiß bis heute nicht, wie der Film heißt. Mir wurde das schon so oft gesagt, aber ich vergesse das eh immer wieder. Aber das war so schrecklich, deswegen habe ich auch Angst vor Schlangen. Weil ich immer Angst habe, wahrscheinlich kommt daher auch meine Angst vor Flugzeugen, weil ich Angst habe, dass da irgendwo eine fette Schlange drin sitzt. Weil pass jetzt mal auf, dann bringt wirklich, wenn ich irgendwann mal fliegen sollte, hat jemand eine Schlange als Haustier mit. Die Schlange kommt aus ihrem Kabuff da und die sitzt bei mir auf dem Schoß. 100 pro wäre das so. Wenn ich irgendwann mal in ein Flugzeug steige. Kann ich das noch größer machen? Oh ja. Das ist sicher. Weiß nicht, welche Schriftgröße ist besser. Oh, ich kann auch Blindenschrift machen. Oh Gott. Okay. Als meine Truppe Prinz Amroth zur Hilfe kam, hörte ich einen lauten Schrei von einem Donnerschlag von oben. Wie das Schlagen von großen Flügeln. Es klang wie eine schreckliche fliegende Kreatur, die mindestens ebenso groß war wie die Adler. Ich konnte sie durch den Rauch nicht erkennen, aber ich bin sicher, dass ich sie aus den Augenwinkeln gesehen habe. Ich weiß nicht, ob diese Kreatur Sauron dient, aber ihre Anwesenheit lässt meine Sorge um Teleron noch größer werden. Sollte der Hexenkönig ihn zum Aussichtspunkt gebracht haben, müssen wir durch das Ostlingenlager vor uns. Die Menschen des Ostens sind durch Saurons Macht überheblich geworden und haben einen kleinen Zugang vom Wald zu ihrem Lager offen gelassen. Folgt mir, dann können wir uns hineinschleichen und so die Gefahr vermeiden, die eine direkte Herangehensweise mit sich gebracht hätte. Okay. Dann mal auf sie. Das da ist übrigens der Turm. Da müssen wir drauf. Und ganz weit da hinten ist irgendwo das schwarze Tor. Huch, wo ist er hin? Da ist er hin. Ich hab ihn verloren. Bleib stehen! Hartalin, warte auf mich! So, warum hat es gerade geruckelt? Ich weiß es selber nicht, ne? Mich wundert es nur gerade, dass ich diesmal auf den höchsten Einstellungen spielen kann. Beim letzten Mal ging's nicht. Und darf ich ihn erschießen? Darf ich ihn erschießen? Ah ne, ich kann ihn nicht schießen. Darf ich ihn abfackeln? Darf ich ihn abfackeln? Darf ich ihn abfackeln? Toll. Der nimmt mir meinen ganzen Spaß. Darf ich abfackeln? Danke, ich darf abfackeln. Ich habe mir auch rausgesucht, wie ich meine Klasse skillen kann. Ich habe mich diesmal tatsächlich auf diese Klasse vorbereitet. Huch. Nicht so wie in FF14. Wobei, ja gut, da gibt's das ja nicht so in dem Ausmaß. Geh ja schon. Nee, ich wollte dich eigentlich noch unheiger. Stück.
Ja, und ich kann schön aus der Ferne angreifen. Ich liebe es, aus der Ferne anzugreifen. Ist die Lautstärke eigentlich so gut für euch oder ist sie zu leise? Weil gleich kommt nämlich auch eine Sequenz, deswegen frage ich, ob die laut genug ist. Und nicht, dass ihr am Ende dann nichts hört oder es zu laut ist und unangenehm. Okay, super. Hallo Pony! My little Pony, my little Pony. Oh, das Pferd ist besoffen. So wie es hin und her geschwankt ist. Alter. Puh. Hurra, die Gans. Hurra, die Madel. Wie komme ich da gerade drauf? Hat bestimmt Hopfen gefressen. Dann darf es nicht zu uns im Garten kommen. Wir pflanzen nämlich Hopfen an. Frutus hat, glaube ich, noch im Eisfach ein ganzes Fach voll mit Hopfen, was er eingefroren hat. Er macht halt immer so einen Hopfentee. Also schick sieht's aus. Wildfrische selber Bier brauen. Das habe ich ihn auch gefragt. Er meinte nein. Ich glaube ihm das aber nicht so ganz. Alter. So, kann ich einmal noch auf die andere Seite gucken? Ja. Das ist eines der Tore. Ich glaube, das ist nicht direkt das schwarze Tor. Das müsste, glaube ich, dann weiter hier irgendwo an den Rändern sein. Aber das ist zumindest eines der Tore, durch die man gehen kann, nach Mordor zu gelangen. Das steht da. Der Hexenkönig von Angmar. Vor allem, eigentlich kusche ich gerade so direkt mit dem. Ne, steht da direkt so. Ich kann mich aber nicht mehr bewegen. Schade. Ich hätte jetzt gerne nochmal so einen Abgang gemacht. Komm mal hin. Juhu. Und wir wurden mit der Klinge erwischt. Ja, ich glaube, ganz funktioniert der Plan nicht. Ah, okay, die Sequenz kommt noch nicht. Die Sequenz kommt gleich erst. Ihr seid nun hier. Bruchteilklamm. Wählt an und gebt Murmeln ein. Okay, warte. Geht das hier nämlich auch weiter? Murmeln. Tada! Kann das war's? Ja, kann. Da liegen wir. Nein! Da liegen wir. Jetzt.